Mitarbeiterkündigungen nehmen rasant zu. Zuerst kündigen die Besten und dann werden es immer mehr, die mein Unternehmen verlassen. Und ich bekomme nicht mehr schnell genug neue Leute. Da entsteht eine Riesenlücke, die macht mich total fertig. Mit Tränen in den Augen und völlig verzweifelt erzählte mir Rolf, ein Unternehmer aus der Bike-Branche, seine Situation, als er mich zum ersten Vororttermin vom Hauptbahnhof München abholte. Rolf schilderte mir auf der Fahrt zu seiner Firma, dass bei ihm mehrere Mitarbeiter hintereinander gekündigt hätten. So ging aber nicht nur wertvolles Fachwissen verloren, weil wichtige Kompetenzen mit hoher Qualität fehlten, vielmehr musste er zusätzlich Kosten einplanen, die durch Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, sofern man überhaupt noch Qualifizierte am Arbeitsmarkt bekommen würde, entstanden. Weil es schnell gehen musste, wollte Rolf einerseits unbedingt weitere Kündigungen verhindern, und andererseits alles dafür tun, um am Arbeitsmarkt guten Ersatz zu finden. Koste es, was es wolle. Seine Personalabteilung bekam deutlich mehr Budget, wurde also finanziell besser ausgestattet, damit Werbekampagnen über Anzeigen aller Art und Social Media intensiviert werden konnten. Zusätzlich engagierte Rolf eine weitere Headhunting-Agentur mit klarem Auftrag. Ebenso wurde die eigene Personalabteilung mit 2 weiteren Mitarbeitern ergänzt, damit das gesteckte Ziel schneller erreichbar würde. Es war knapp, die Zeit drückte. So wurde für das Thema Gewinnung von neuen Mitarbeitern so viel Zeit und Geld investiert wie nie zuvor, um die entstandenen Löcher zu stopfen. Ohne vorher zu recherchieren und zu klären, warum die Löcher eigentlich entstanden sind. Das Schlimme war, sie fand trotzdem keine neuen Leute. Null. Aber weiterhin verließen gute Kräfte das Unternehmen. Wenn Rolf diesen Notfallplan so weitergetrieben hätte, wäre nicht nur viel Zeit und Geld verschwendet worden, sondern er und seine Firma wären am Ende gewesen. Katastrophe! Da eine befreundete Unternehmerin Rolf empfahl, sich bei mir zu melden, kam auch rasch der Vororttermin zustande, an dem wir die ersten wichtigen Maßnahmen planten, um sein Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Gestartet wurde mit dem goldenen Dreieck der Führung. Ecke Nummer 1. Lege deinen Fokus nicht nur allein auf Umsatz und Gewinn. Kümmere dich lieber um die Menschen, die dir den Umsatz und den Gewinn erwirtschaften, und habe auf jeden Fall die Fähigkeit, dich in sie hineinzudenken. Ecke Nummer 2. Lebe eine Kultur des Vertrauens, nicht die des Misstrauens. Zeige ihnen lieber, wie anspruchsvolle Aufgaben funktionieren, und entwickle ihre Fähigkeiten, sie zu erfüllen, anstatt skeptisch zu sein und vielleicht sogar nach dem Motto zu leben: Ich mache es schnell mal selber, dann weiß ich, dass es passt. Ecke Nummer 3. Sei mutig und hol dir das Feedback deiner Mitarbeiter ein. Sei offen für ihre Ideen. Es gibt nichts Schlimmeres als Anregungen oder auch Bedenken zu ignorieren. Das ist egoistisch und kein Aushängeschild für echte Teamplayer. Wenn die Führung nicht bereit ist, sich zu ändern, warum sollen die Mitarbeiter sich ändern? Dann wechseln sie doch lieber das Team und den Job, als sich so etwas weiter anzutun. Ab dem Moment, wo Rolf dieses goldene Dreieck installierte, als neues großes Projekt für sich und seine Führungskräfte startete, gab es einen Ruck in der Firma. Eine Aufbruchsstimmung, die sich durch alle Abteilungen zog. Die Mitarbeiterzufriedenheit wie auch die Arbeitsergebnisse stiegen deutlich an. Und hohe Kündigungszahlen wurden tatsächlich Vergangenheit. Wie verhält es sich denn bei dir in deiner Firma mit dem goldenen Dreieck der Führung? Ist es schon fest in deiner Führungskultur verankert? Oder planst du das Projekt vielleicht noch? Hier mal ein kurzer Überblick, wie das erfolgreich installiert werden kann. Diese Basis der 3 Eigenschaften und Verhaltensweisen wird in Workshops und in Vor-Ort-Terminen intensiv trainiert, dabei in der Praxis direkt umgesetzt und parallel gecoacht. Wichtig ist dabei, dass die teilnehmenden Personen der Führungsebene diese Skills nicht nur kennen und können, sondern so anwenden, dass sie erfolgreich bei der Belegschaft ankommen. Weil deine Leute sollen erkennen, dass ihr aus der Führung jetzt bewusst Entscheidendes ändert zum Wohl aller Personen, die bei euch arbeiten. Und wenn du mehr dazu wissen willst, melde dich. Du kannst dir unten einen Termin machen, dann telefonieren wir dazu, und ich freue mich schon drauf. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.